So, ein letztes Mal für dieses Jahr. Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, und vorweg erstmal vielen lieben Dank für euren Support das ganze Jahr. Wir haben ja echt gut unsere Ziele erreicht. Wir haben mega viele Abonnenten gewonnen auf diesem YouTube-Channel, was natürlich mich auch weiter anspornt, weiter durchzuziehen hier für euch. Und ja, damit machen wir im nächsten Jahr freudig weiter, würde ich sagen. Ja, wir gehen heute einfach nochmal rein. Es gibt nichts Besonderes zu tun. Wir haben immer noch das PvP-Event. Ihr seht, ich habe auch nicht so viel gemacht gestern. Wir hatten gestern noch einiges zu tun. Bettabbau, Bettaufbau, Lampe anbringen, dies, das. Wohnungsübergabe hat leider noch nicht geklappt. Müssen wir mal gucken, ob unsere Vermieterin heute Zeit hat dafür. Und naja, so geht es ja hier zu Ende. Heute Abend ein bisschen Silvester feiern. Ich hoffe, ihr feiert auch. Ihr habt einen schönen Abend. Und lasst es euch gut gehen. Wir springen hier einfach nochmal rein mit unserem Inquisitor, mit was auch sonst. Momentan sehe ich eigentlich auch keinen Bedarf, irgendeine andere Einheit zu spielen. Deswegen, ja, langweilig in dem Sinne. Aber wir gehen wieder rein mit dem Inquisitor. Gegner ist auf jeden Fall wieder sehr viel schwächer wie wir. Matchmaking läuft echt gut, Kapi. Haben sie gut im Griff. Aus unserer Sicht natürlich nur. Oh, 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 schnell. Jawohl, perfekt. Das läuft doch gut. Direkt mal auf T3. Die Katzen sind auch wieder am Randalieren. Wunderbar, man kennt's. Die kosten echt Nerven zurzeit, sage ich euch so, wie es ist. Kaspar ist nur am Dämlichkeiten machen seit Tagen. Naja. Was soll's. So, wir lassen den. Ja, die beiden lassen wir schon stehen. Die kann er sich ruhig absorbieren. Oh, drei auch gerne gleich. War es jetzt echt gleich. Drei Klicks hintereinander, der Inquisitor. Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. Oh, den lassen wir. Die holt er sich ja auch noch beide. 20 Sekunden. Oh, könnten wir sogar noch notfalls in Kauf nehmen, falls er noch ein Upgrade bekommen sollte. Muss aber nicht unbedingt sein. Gut, dann chillen wir kurz. Hier schon absorbiert vor dem ersten Boss, ist stark. Unser Gegner übrigens spielt ja, Fallensteller, Inquisitor, aber komplett ohne Talente. Also, ja, weiß ich nicht. Könnte man eigentlich zeitsparend direkt aufgeben. Aber der ein oder andere Gegner macht das ja leider nicht. So, wir müssen gleich wieder zusehen, dass wir hier zu Rande kommen. Mit dem, mit der Ritterstatue am Inquisitor dran. Vermieterin schreibt gerade. Ist immer sehr busy. Oh, schade. Ah, den Klick hätten wir uns auch sparen können noch. Den hätten wir uns sparen können, den Klick. So, wir machen jetzt noch ein Upgrade und dann machen wir natürlich das, was gestern in die Kommentare geschrieben wurde. Wir füllen das Board und dann können wir ja immer hier wieder freischreddern und so lange das machen, bis wir da eine Ritterstatue haben. Das klappt natürlich auch sehr gut, das stimmt. Gleich noch ein Inquisitor zum Absorbieren. Sehr gut. Dauert nur eine Weile, ne? Meistens hat man es dann vorher schon so, bevor das Board voll ist. Wenn man Glück hat. 7 absorbiert schon und T5. Das ist echt gut. Läuft gut die Runde. Aber ja. Wir machen den zur Seite. Dann haben wir wenigstens wieder eine Chance. Ja, okay. Okay, ja, die absorbiert er sich jetzt gleich. Jetzt müssen wir dann wirklich das Board füllen, beziehungsweise ein Platz ist wieder frei da oben. Chaos. Ja gut, selbst wenn du uns hittet, ist es nicht so schlimm. Kann sogar ganz gut sein, wenn da auf einmal dann 6 Inquisitor stehen würden. Die hier alle zum Inquisitor werden durch Chaos. Wäre gar nicht schlecht.
Dann kann er die nämlich absorbieren. Er hat ja sein Schutzschild. Ihm passiert ja nichts. Oder es wird hier eine Ritterstatue draus. Auch machbar. Ja, okay. Okay, nicht ganz. Aber immer im Einer ist okay. Deswegen habe ich jetzt auch nicht die Mana-Power-Ups gedrückt. Der konnte uns ruhig hitten. Hätte deutlich besser laufen können noch. Ja, okay. Oh, Kaspar sitzt schon wieder auf der Kiste. Der alte Deivel, ich sag's euch. So, jetzt müssen wir aber echt mal hier zusehen langsam. Mana Power-Ups ein bisschen machen. Hexenmeister kommt als nächstes. Komm, jetzt gönn nochmal. Jawoll. Jetzt brauchen wir nur noch einen zweiten. Einen zweiten. Boah, der Chemiker ist auch schon dran übrigens, ne? Jetzt brauchen wir nur noch eine zweite Ritterstatue. Bei unserem Glück trifft der Hexenmeister jetzt die Vierer-Statue. Merkt euch meine Worte. Ich wollte gerade sagen, außer wir kriegen sie jetzt noch aktiviert irgendwie hier. Ah, oh, da ist er. Sehr gut. Sehr gut. Den nehmen wir weg hier. Machen noch das Mana Power Up rein, was wir machen können. Hier den Chemiker noch schnell. Jawohl. Easy. Ah, okay. Easy war es nicht. War ein bisschen krampfhaft, aber wir haben es hingekriegt. Jetzt die Mana Power Ups. Und ihr seht, die Matches gehen, ja, immer dem gleichen Schema nach. Und dann gewinnen wir auch meistens. Würzen auch schon absorbiert, ist auch nicht so schlecht. Ja, er spielt ganz gut, ne? Aber hat halt keine Talente, das ist jetzt das Problem. Eigentlich auch bitterlich, dass man jetzt hier 10 Minuten zockt für so ein Game, was eigentlich schon vorher schon feststeht, wie es ausgeht. Aber nun ja, man kann den Gegner nun mal nicht zwingen zum Aufgeben. Vielleicht gewinnt er ja auch gegen uns. Und die Talente sind schlecht. Wäre zwar erstaunlich, aber man weiß es nicht. Oh, Affenkönig. Ich glaube, wir lassen mal alles so stehen. Den kriegen wir doch schnell weg, oder? Ja, dann können wir ihn hier stehen lassen. Zack. Geben wir ihm die Dryad rein. Oh, wir müssten eigentlich hier den hier sichern. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, ist okay. Ja, wir sichern ihn einfach so. Ich hatte den Zweier Dryad noch aufgehoben, um hier den Dreier Chemiker zu machen. Den haben wir jetzt so bekommen. Schade, zu spät. Hätte ich jetzt gerne noch rübergezogen. Na. Oh. Vielleicht ein bisschen spät, war. Aber wir lassen ihn einfach wieder stehen, notfalls den einen. Ja, die beiden holt er sich vielleicht sogar, bevor der Affenkönig da ist. Ein paar Sekunden vergehen ja dennoch. So, Trixie nicht vergessen. Ja, jetzt holt er sie sich perfekt. Ja, und bei ihm läuft es schon nicht mehr ganz so gut. Aber die hat er noch hinbekommen. Jetzt kommen die ersten Doppelbosse. Was kriegen wir? Puppenspieler und Kitsune. Ja, gut. Vor allem Kitsune als zweites. Und wenn es so läuft wie gerade eben, hat er mit dem Puppenspieler erstmal zu tun. Und die Kitsune spawnt noch mindestens einen dritten Boss auf seinen Weg. Das sollte für uns eigentlich ganz gut laufen. Und dann auch den Sieg einläuten, bin ich der Meinung. Wir stacken in der Zeit hier noch den Inquisitor hoch 20. 20 ist schon mal stark. Ich glaube, so viel hatte ich noch nicht bisher.
sind halt 80 Grundschaden mehr. Kann man schon mal machen, würde ich sagen. Was sich durch Crit-Schaden und so ja dann auch wieder hochsteckt. Oh, wir kriegen noch den T7 vorher hin. Sehr nice. Und T6 Statue auch. Ja, es wird genauso laufen, wie ich gesagt habe. Kitsune spawnt jetzt einen Boss, vielleicht sogar noch einen vierten. Und ja. Oder vielleicht doch noch einen fünften. Nee, überholt. Schade. Wird Kitsune zuerst angegriffen. Aber trotzdem, ja, das war's. Und er holt auch noch echt eine Gorgone raus, ne? Und jetzt kommt noch ein Chaos dazu. Eieiei. Ja. Ich würde sagen, das da oben kommt erstmal als Screenshot ins Thumbnail rein, oder? Einfach mal mit 5 Bossen. Der zweite Gorgone noch. Eieiei. Der ist bedient, der Gegner. Der ist richtig bedient, Phantom. Aber ja, am Ende des Tages auch wieder ein bisschen unausgeglichen, muss ich zugeben. Aber den Sieg zum Jahresende nehme ich natürlich mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch heute Abend. Kommt gut rein, feiert schön. Ja, guckt euch das Feuerwerk an, wenn ihr darauf steht oder auch nicht. Und trinkt nicht so viel, damit die Hände dranbleiben und alles Weitere. Ne? Gesundheit ist das Wichtigste. Bleibt gesund, kommt gut rüber. Wir sehen uns morgen wieder. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.